Sie ist die letzte Gefängnisinsel Europas, Gorgona in Italien. Hier sitzen fast 100 Schwerverbrecher ihre Strafe ab. Ich habe eine Bank überfallen und Schmuck gestohlen. Wir hatten eine Messerstecherei. Aber Gorgona ist nicht nur wegen seiner Lage ein besonderes Gefängnis. Es gibt keine Mauern hier. Harte Arbeit soll die Männer auf ein Leben in Freiheit vorbereiten. Nicht immer gelingt das. Wir hatten schon Morde hier. Wenn ich sagen würde, ich habe keine Angst, wäre das eine große Lüge. Es ist ein System ständiger Kontrolle. Die Radaranlage überwacht das Meer rund um die Insel. Immer patrouillieren die Wärter und tauchen plötzlich auf. Gorgona schreibt viele Geschichten. Die letzte Bewohnerin der Insel ist fast 100 Jahre alt. Der Wein, den die Gefangenen produzieren, ist eine teure Delikatesse. Und die Höchststrafe, die einen Gefangenen hier treffen kann, ist die Verbannung auf das Festland. Willkommen auf Gorgona. Livorno in Italien. Hier liegt die Flotte der Polizia Penitenziaria, eine Einheit der Polizei, die in Italien für den Strafvollzug verantwortlich ist. Jeden Morgen um 8 Uhr und am Nachmittag um 2 verlässt ein Schnellboot den Hafen in Richtung offenes Meer. Das Ziel ist die letzte Gefängnisinsel Europas, Gorgona. Die Gefangenen werden zu uns gebracht und kommen dann mit einer bewaffneten Eskorte an Bord. Man sieht die Neugier in dem Moment, in dem die Insassen Gorgona betreten und sich umsehen, um zu verstehen, wo sie sich befinden. Weil es eine komplett andere Situation ist als in anderen Haftanstalten. Hier ist man nicht von einer Mauer umgeben. Also es gibt nicht die klassische Mauer, die einmal um das Gefängnis geht. Kapitän Vincenzo Porcello dient seit 20 Jahren auf den Booten der Einheit. Er hat viele Häftlinge auf die Insel gebracht. Gewaltverbrecher, Räuber, Mörder. Die Schnellboote sind in die Jahre gekommen, aber sie laufen verlässlich. Das ist überlebenswichtig in dieser Gegend. Das Meer ist oft tückisch und Wetterwechsel gehören fast zum Alltag der Besatzung. Immer wieder kommt es vor, dass die Schiffe bei schwerer See umkehren müssen, mit und ohne Gefangene. Dann, kurz hinter der Hafenausfahrt, gibt der Kapitän das Kommando volle Kraft voraus. Das Ziel: Gorgona. Die Insel liegt rund 30 Kilometer vor der Küste Italiens und ist Teil des toskanischen Archipels. Nur mit dem Schiff zu erreichen und nur mit einer speziellen Genehmigung. Das Meer hat hier eine Tiefe von mehr als 100 Metern. Auf Gorgona herrscht in den Minuten vor der Ankunft Hochbetrieb. Die Wachen machen sich bereit. Die Hafenkommandantur ist das einzige Gebäude, in dem Waffen gelagert werden. Alles, was rein und raus geht, muss diesen Posten passieren. Das Schnellboot bahnt sich seinen Weg durch das Meer. Wenn Häftlinge an Bord sind, erleben sie die Überfahrt unter Deck. Sie bekommen den Flecken Erde, der auf Jahre ihr neues Zuhause wird, erst spät zu sehen. Der Transport mit dem Schnellboot ist tägliche Routine und wird trotzdem minutiös vorbereitet und verfolgt. Auf Gorgona macht sich Nelson Cancro auf den Weg zum Hafen. Mit mehr als 30 Dienstjahren ist er ein sehr erfahrener Vollzugsbeamter. Auf der Insel ist er erst seit einigen Monaten. Er kennt alle Facetten des Strafvollzugs. Verbrecher übelster Sorte, unverbesserlich und Häftlinge, die sich ändern wollen und hier ihre letzte Chance suchen. Die Insel liegt in einem Sperrgebiet. Wer keine Erlaubnis hat,
darf sich nicht nähern. Der einzige Korridor, der einzige Zugang zur Insel ist der zum Hafen. Es handelt sich um eine Art Kanal. Der Bereich links und rechts davon ist für die Schifffahrt gesperrt. Nach einer guten Stunde Fahrt erreicht das Schnellboot den kleinen Hafen der Insel. Die See war heute ruhig und die Fahrt ohne Probleme. Wenn neue Sträflinge auf die Insel kommen, werden sie direkt unten an der Mole in Empfang genommen und dann in dieser Zelle entkleidet und erneut nach Waffen und Drogen durchsucht. Heute sind es allerdings nur Lebensmittel und anderes Gut, die auf der Insel gebraucht werden. Nelson Kankro hat die Waren im Blick und die Sträflinge, die sie verladen. Viele sitzen schon seit Jahren auf Gorgona ein und werden es noch für viele Jahre tun. Auf der Insel dürfen sich die Häftlinge im Rahmen ihrer Aufgaben frei bewegen, aber immer kontrolliert und das auch nur tagsüber. Verurteilte Verbrecher hantieren mit schwerem Gerät und fahren Traktoren. Was woanders als Strafarbeit gilt, ist hier ein Privileg. Absperrungen und Zäune gibt es wenige auf der Insel. Klare Grenzen, aber viele. Grenzen, die von Männern wie Nelson Kankro gezogen und überwacht werden. 24 Stunden am Tag. 7 Tage die Woche. Hoch über dem Hafen hat der Direktor der Einrichtung seinen Sitz. Er führt Gorgona seit Jahren. Er kennt die überfüllten Haftanstalten an Land und hier auf der Insel jeden Häftling. Nur wer gewisse Kriterien erfüllt, hat überhaupt eine Chance auf einen Platz in seinem Gefängnis. Du musst als Häftling in guter gesundheitlicher Verfassung sein. Du darfst nicht abhängig sein von Drogen oder Alkohol. Und du darfst kein Mitglied der Mafia sein. Das Gefängnis auf der Insel hat eine lange Tradition. Seit rund 150 Jahren werden verurteilte Häftlinge hier untergebracht. Gorgona ist etwas Besonderes, nicht nur wegen der Lage weit draußen im Meer. Wer die Insel nach Jahren verlässt, soll ein besserer Mensch sein. Geläutert durch Disziplin und harte Arbeit. Entkommen ist noch keiner. Nach 30 Minuten legt das Boot wieder ab. Die Lebensader zum Festland ist damit wieder gekappt. Bis zum Nachmittag oder bis zum nächsten Morgen. In den beiden Gefängnisblöcken sitzen derzeit rund 80 Gefangene ein. Viele für Jahre. Nicht alle werden von hier den Weg in die Freiheit schaffen. Auch Nelson Kankro bleibt zurück auf Europas letzter Gefängnisinsel. Gemeinsam mit rund 20 Kollegen muss er für einen friedlichen Tagesablauf sorgen und für eine ruhige Nacht. Gorgona ist ein besonderer Ort für die Häftlinge und für die Wärter. Ob es ein guter ist, entscheidet sich immer wieder aufs Neue. Ein neuer Tag auf Gorgona, der letzten Gefängnisinsel Europas. Für den Aufseher Nelson Kankro und die Kollegen seiner Schicht beginnt der Arbeitstag. Buongiorno. Um kurz vor 6 übernimmt er seine Wache. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber Müdigkeit darf sich keiner erlauben. Die Häftlinge sind noch eingesperrt in ihren Zellen, aber bald beginnt auch für sie der Tag. Die Wärter sind angespannt. Es gab einen schweren Zwischenfall am Vortag. Ein Häftling musste deshalb isoliert werden.
Jetzt startet der Tag. Die Schicht wird mit den Kollegen gewechselt, die Nachtschicht hatten. Der Wechsel geschieht an dem jeweiligen Arbeitsplatz. Es ist wichtig, dass der Wechsel vor Ort stattfindet. Auch die Hafenkommandantur muss 24 Stunden besetzt sein. Sonnenaufgang über Gorgona. Nelson Cancro macht sich auf zu den Gefangenen. Der Jüngste ist kaum älter als 20 Jahre. Der älteste Insasse geht auf die 80 zu. Frauen gibt es hier keine. Es ist ein reiner Männerknast. Die Zellenblöcke liegen auf einer Anhöhe nur wenige hundert Meter entfernt. Die Wärter geben regelmäßig ihre Positionen durch, damit die Kollegen immer Bescheid wissen, wo die anderen aus ihrer Schicht gerade sind. Dieses Wissen ist eine Art Lebensversicherung für das Personal. Im großen Gefängnisblock werden die Häftlinge um 7 Uhr geweckt. Aber einige Gefangene müssen etwas früher raus. Sie sind gesondert untergebracht und unterliegen einer weniger hohen Sicherheitsstufe. Aber auch sie verbringen die Nacht hinter Gittern. Und auch hier arbeiten die Wärter im Team. Nelson Cancro und ein Schließer öffnen die Zelle. Zuerst wird eine schwere Stahltür entriegelt. Danach kommt die eigentliche Zellentür. Angelo Cesaretti sitzt seit 4 Jahren auf Gorgona ein. Der Haftbefehl wegen verschiedener Drogendelikte und Diebstähle wurde in Deutschland vollstreckt. Auf der Insel hat er es gut getroffen. Angelo Cesaretti ist der Gefängnisbäcker von Gorgona. Vor allen anderen beginnt er seinen Weg zur Arbeit, zu Fuß und alleine. Gorgona braucht keine Mauern. Die Insel liegt weit draußen im Meer und gilt auch vielen Häftlingen als ein besserer Ort als die überfüllten Haftanstalten auf dem Festland. Der Hauptblock. Hier sitzen die schweren Jungs ein. 48 Zellen in einem steinernen Gemäuer. Die Fenster sind vergittert. Ein Zaun und Stacheldraht zeigen, dass das hier immer noch eine Haftanstalt ist, auch wenn die Umgebung noch so idyllisch erscheint. Derzeit sitzen knapp 80 Häftlinge hier ein, die meisten für viele Jahre. Der Morgenappell verläuft immer gleich. Routine mit Vorsicht. Nelson Cancro verstärkt seine Kollegen. Das Aufschließen wird immer im Team gemacht. Niemand der Wärter trägt eine Waffe. Schusswaffen gibt es zwar auf der Insel, aber die sind fest verschlossen. Ein sicheres Auftreten und eine eng abgestimmte Kommunikation sind der Schutz der Wachmannschaft. Jetzt um 7 öffnen wir die Hafträume, einen nach dem anderen. Wir vergewissern uns, dass es den Häftlingen gut geht und jeder gesund ist. Wir machen das alles nacheinander, jede Zelle für sich. Die Insassen melden sich dann später bei der Wache und gehen zur Arbeit. Zehn Stunden waren die Häftlinge eingesperrt, ohne Kontakt zu den Wärtern. Es ist jedes Mal eine Blackbox, die geöffnet wird. Man muss vorsichtig sein, da immer etwas passieren kann. Man weiß nicht, was nachts in den Zellen los gewesen ist. Es geht los. Zunächst öffnet der Wärter das Haupttor. Die Zellen liegen auf 2 Ebenen. Jede ist mit 2 Stahltüren gesichert. Buongiorno.
Die Luft ist stickig und das Gebäude riecht alt. Die Häftlinge haben die Gittertüren teilweise verhängt. Die Wachen kontrollieren jede einzelne Zelle, immer mit Vorsicht. Die Häftlinge auf Gorgona haben lange Haftstrafen zu verbüßen. Fast alle sind wegen Gewaltdelikten hier. Raub, Körperverletzung, Mord. Die Strafen betragen bei manchen mehr als 20 Jahre. Fast alle Zellen sind doppelt belegt. In den heißen Sommern Italiens wird es dann stickig in den alten Gemäuern. Das Leben auf Europas letzter Gefängnisinsel erwacht. Für die verurteilten Verbrecher beginnt ein neuer Tag. Auch für Ciccio, eine zahme Amsel, die von einem der Häftlinge gehalten wird. Im Gegensatz zu ihrem Besitzer könnte sie sich für die Freiheit entscheiden. Ciccio, vai fare un giro. Gorgona ist ein Gefängnis und gleichzeitig eine Plantage mit Nutztieren, Weinanbau und Pflanzenzucht. Eine Plantage, die von den Häftlingen betrieben wird, von morgens bis abends. Nach dem Aufstehen heißt es für die Insassen deshalb auch auf die Arbeit. Zunächst führt der Weg die Gefangenen in die Registratur am Ausgang. Gorgona hat keine Mauern, aber strikte Regeln und ständige Kontrolle. Jeder Häftling muss sich mehrfach am Tag melden. Die Zeitkorridore, in denen sie unter keiner direkten Aufsicht stehen, sind so relativ knapp bemessen. Wenn einer nicht erscheint, wird er sofort gesucht. Hier wird jeden Tag die Kontrolle vom Ein- und Ausgang der verschiedenen Abteilungen durchgeführt. Jedes Mal, wenn der Häftling den Innenbereich zum Arbeiten verlässt, wird es hier registriert. So kann erfasst werden, wie viele Insassen außerhalb sind. Hier gibt es immer einen generellen Überblick vom aktuellen Standort aller Insassen. Auch Alessandro Lopresti wird heute arbeiten. Noch vor einigen Jahren war er gefürchtet auf der Straße, ein Gangmitglied in der Metropole Mailand. Im Gesicht hat er eine Kalaschnikow tätowiert. Die kriminelle Karriere mit Raubüberfällen und anderen Delikten brachte ihm eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren ein. Die letzten 4 verbringt er hier auf Gorgona, bei guter Führung. Vor dem Gefängnisblock machen sich die Wärter bereit. Sie verfolgen auf der Insel ein Prinzip der ständigen Kontrolle. Immer kann einer von ihnen auftauchen. Die Gefangenen wissen nie, wann es soweit ist. Nelson Cancro wird dabei heute von seinem Kollegen Bruno Coccellato unterstützt. Die beiden teilen die Insel quasi unter sich auf und patrouillieren. Ständig in Kontakt und doch auf sich alleine gestellt. In der Gefängnisbäckerei läuft das Tagesgeschäft schon seit dem frühen Morgen. Rühren, kneten, klopfen. Kiloweise Mehl wandern jeden frühen Tag durch die Bäckerhände. Es sind Massen, die hier produziert werden. Angelo Cesaretti und sein Bäckerkollege versorgen alle Häftlinge auf der Insel mit Brot. Auch die Wärter bekommen die Produkte aus der Gefängnisbäckerei. Und das nicht nur für das Frühstück. Was der Ofen hergibt, wird geliefert. Auch Pizza.
Wir haben keine Standard-Pizzasorte hier. Wir bereiten sie auf Bestellung zu. Auf dieser Basis machen wir dann die Pizza. Wir können eine, zwei, drei oder null machen. Aber normalerweise bringen wir immer eine Pizza und eine Focaccia. Angelo Cesaretti wird noch mindestens 1,5 Jahre auf Gorgona verbringen. Er liebt seine Arbeit und hat nach dem Gefängnis gute Chancen, auf dem Festland und in Freiheit ebenfalls in einer Backstube zu arbeiten. Das hat er früher schon gemacht und sogar eine Eisdiele in Deutschland betrieben. Dann geriet er auf die schiefe Bahn. Mit der kriminellen Vergangenheit hat er nach Jahren der Haft abgeschlossen, sagt er. Auch der Bäckerkollege hat schon einige Jahre abgesessen. Die beiden sind ein eingespieltes Team und genießen eine gewisse Vorzugsbehandlung auf der Insel. Die Arbeit hat die beiden verändert. Aus rauen Burschen wurden wieder passable Bäcker. Besonders Angelo Cesaretti hat die Arbeit verändert. Auch äußerlich, wie er zugibt. In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich einige Kilos zugenommen, weil ich nicht mehr die alltäglichen Arbeiten wie zuvor mache. Also hoffe ich, dass ich bald gehen kann und wieder meine alten Tätigkeiten aufnehme, um etwas abzunehmen. Das wäre auch gut für meine Gesundheit. Der Gefängniswärter Nelson Cancro ist erst seit wenigen Monaten auf der Insel Gorgona stationiert, aber schon seit 30 Jahren im Strafvollzug. Er ist ein alter Hase im Geschäft. Tagsüber muss er die Häftlinge im Feld beaufsichtigen. Nicht alle Insassen sind für alle Jobs auf der Insel geeignet. Für diejenigen, die eine lange Strafe absitzen müssen, ist es ein Privileg, hier zu sein, weil nicht jeder hierher kommt. Man muss eine bestimmte Bewertung und einen Grad an Belastbarkeit aushalten. Nur wer diese Punkte erfüllt, kann es hier schaffen. Nelson Cancro hat sein gesamtes Arbeitsleben unter Schwerverbrechern im geschlossenen Vollzug verbracht. Gorgona ist anders, auch für ihn. Aber die Insassen bleiben Schwerverbrecher. Darüber kann auch die malerische Umgebung nicht hinwegtäuschen. Das darf sie nicht, denn der Job bleibt gefährlich. Also, wenn ich sagen soll, dass ich keine Angst habe, stimmt das nicht. Die Angst besteht immer. Aber man lebt mit ihr. Es besteht ein gewisser Respekt. Das muss so sein, weil man sonst nicht weiterkommt in diesem Job. Weiterkommen, um rauszukommen. Der Weg auf das Festland in die Freiheit ist lang auf Gorgona. Er hat früher Angst verbreitet. Alessandro Lopresti, Gangmitglied und verurteilt wegen Raubüberfällen und anderen Delikten. 10 Jahre muss der knapp 30-Jährige absitzen. Heute hütet der Gewaltverbrecher von damals Ziegen und macht den Stall sauber. Nur die Tätowierungen erinnern an eine andere Zeit. Ich war an einer Reihe von Überfällen beteiligt. Ich habe im Norden des Landes im Gefängnis gesessen. Es war okay dort, auch wenn es die meiste Zeit ein geschlossener Vollzug war. Ich habe dann gehört, dass die Wärter hier eine bessere Beziehung zu den Häftlingen haben und dass man hier arbeiten kann. Da wollte ich auch hierher. Die Arbeit ist für Häftlinge wichtig. Vom Serienräuber zum Ziegenhirten. Größer kann eine Umstellung wohl kaum sein. Mit Tieren hatte Alessandro Lopresti während seiner Zeit als Gangster nichts am Hut. Denn Ziegen gibt es im Zentrum von Mailand keine. Und das war früher auch nicht sein Geschäft. Das hat sich geändert. Ein echtes Umdenken hinter Schloss und Riegel, trotz offener Tür. Seit ich auf Gorgona bin, habe ich die Notwendigkeit der Arbeit und die Freiheit hier verstanden. Solche Gefängnisse sollte es öfter geben, weil es dem Häftling wirklich hilft. Ob Alessandro Lopresti den Absprung schafft, weiß heute niemand. Viele der Insassen haben tief in der Unterwelt gesteckt.
Die Rückfallquote auf Gorgona ist aber geringer als auf dem Festland. Und Alessandro Lopresti hat wichtige Gründe, wie sich später zeigt. Er hat es zu weit getrieben. Der Insasse von Zelle 18 bleibt eingeschlossen. Die Arrestzelle liegt direkt gegenüber der Wache. Nelson Kangro hält sich bedeckt, weicht aus. Der Vorfall ist ihm unangenehm. Was soll ich sagen? Sagen wir mal so. Ich glaube, es gab ein Problem mit einem Insassen. Das Problem ist ein großes, wie später durchsickert. Und es rüttelt an den Grundfesten des Knastprinzips auf Gorgona. Der Häftling hat einen Wärter bedroht und ist dann sogar weggelaufen. Beides sind rote Linien auf Gorgona, deren Übertreten schnell und hart bestraft wird. Zunächst mit Isolation. Jeder Anflug von Gewalt oder schlechter Disziplin wird auf Gorgona sofort im Keim erstickt. Denn nur so lässt sich der Freiraum für die Häftlinge verteidigen und das Leben der Wärter beschützen. Scharfe und lange Messer. Auf Gorgona kochen die Häftlinge selbst. Die großen Messer sind unter Verschluss und müssen jeden Tag neu ausgehändigt werden. Dass Häftlinge so nah bei den Wärtern stehen und potenzielle Waffen direkt auf dem Tisch liegen, zeigt, dass Gorgona anders ist. Denn auch bei den Köchen handelt es sich um Schwerverbrecher. Ich habe als Transporteur gearbeitet mit meinem LKW. Ich habe einige Banken überfallen und solche Dinge und bin deswegen hier, ohne jemanden je verletzt zu haben. Dafür musste Antonio Palumbo viele Jahre ins Gefängnis auf dem Festland. Heute steht er auf Gorgona am Herd. Es sieht fast aus wie in einer WG älterer Herren und nicht wie in einer Gefängnisküche. Gutes Essen ist wichtig für die Laune. Ich habe ein bisschen von allem gekocht. Neapolitanisch, Lasagne, was weiß ich. Viele Gerichte mit Fisch, solche Sachen gefallen mir. Aber das kann man nicht jede Woche machen. Man darf sich aber auch private Sachen notieren und einkaufen und kann diese dann hier kochen. Hier direkt nebenan können die Häftlinge sich Kleinigkeiten selbst zubereiten. Jeder besitzt einen eigenen Spind im Speisesaal. Meistens lesen sie aber auf dieser Karte, was es später zu essen gibt. Noch ist es aber nicht so weit. Antonio Palumbo und sein Team haben noch jede Menge Knoblauch zu schälen. Paolo Pennacchione läutet die Glocken. Einmal in der Woche kommt ein Priester vom Festland herüber, um mit denen zu beten, die zu Gott gefunden haben. Besonders viele sind es nicht. Alte Männer im früheren Leben, allesamt Schwerverbrecher, bitten um Vergebung ihrer Sünden. Paolo Pennacchione ist ein ehemaliger Bankräuber. 30 Jahre Gefängnis hat er bekommen. Die Liste seiner Straftaten ist lang. 14 Jahre hat er bereits abgesessen. Seine eigene Zelle sieht fast aus wie der Innenraum einer Kirche. Kreuze, Rosenkränze, Literatur und Heiligenbilder. Der Glaube sitzt tief und hilft.
Natürlich hilft es mir sehr, mich diesen Momenten zu stellen. Leider ist es sehr schmerzhaft, weil ich von meiner Familie getrennt bin. Der Glaube ist ein hervorragendes Mittel, um solche schweren Momente zu überwinden. Paolo Pennacchione hat eine Zelle für sich. Ein Privileg, das er sich über die Jahre hart erarbeitet hat. Heute ist er für den Garten unterhalb des Zellenblocks zuständig. Hier zieht er Bohnen und Salate. Früher war die Pferderennbahn sein Zuhause, immer mehr und immer höher die Einsätze. Ein Teufelskreis, Endstation, Knast. Ich bin hier, weil ich leider mehrere Raubüberfälle auf Kreditinstitute begangen habe. Dieses Verhalten, das war auf meine Spielsucht zurückzuführen. Ja, ich bin leider ein zwanghafter, pathologischer Spieler. Und der Stoff, aus dem die Sucht besteht, ist Geld. Geld für das Spiel. Und als mir das Geld ausging, da habe ich eine Bank überfallen. Alle hinlegen, das ist ein Raubüberfall. Ja, ich habe damals eine Spielzeugwaffe benutzt und nie jemanden verletzt. Körperlich verletzt hat er vielleicht niemanden, aber Menschen in Todesangst versetzt. Die Strafe ist hart und Paolo Pennacchione wird noch viele Jahre auf Gorgona verbringen. Gorgona scheint besser als die überfüllten Knäste auf dem Festland, aber es bleibt ein Gefängnis und die Angehörigen und Freunde sind fern. Auch Gorgona kann ein sehr einsamer Ort sein. Neben dem Glauben hilft Paolo Pennacchione die Arbeit über die Jahre im Gefängnis. Vom Bankräuber zum Chef der Gärtnerei. Es ist eine ganz eigene Karriere. Ich bin hier der Chef und für diesen Bereich zuständig. Es macht mir auch großen Spaß, die Erfahrung an andere weiterzugeben. Das muss auch eine Leidenschaft sein, denn es ist ein sehr schöner und aufopferungsvoller Job. Und hier habe ich meine Wurzeln wieder entdeckt. Ich komme aus einer Familie, die diese Arbeit immer gemacht hat. Hätte ich das draußen schon so gemacht, wäre ich heute sicher nicht hier. Das Gemüse wird auf der Insel selbst genutzt und wenn die Ernte besonders gut ausfällt, auch auf das Festland gebracht. Das Gefängnis in der Hafenstadt Livorno wird dann mit frischen Zutaten beliefert. Und manchmal hilft die Ernte auch bei einem guten Zweck. In Zeiten wie Corona gab es im Süden des Landes Probleme. Unsere Produkte sind dann an die Caritas oder an bedürftige Menschen, vor allem Ältere, gegangen. Gemüse für Bedürftige. Paolo Pennacchione gibt sich geläutert. Und vielleicht hat ihn Gorgona wirklich verändert und auf den rechten Weg gebracht. Er wird noch viele Jahre auf der Insel verbringen und über seine Taten nachdenken können. Vielleicht ist auch später in Freiheit ein Job als Gärtner in Sicht. Gefängniswärter Bruno Cocellato macht seine Runde und stoppt am Weinberg von Gorgona. Das Wetter, die Lage und der sorgfältige Anbau machen den Wein zu einem echten Spitzenprodukt. Auf dem Festland kostet eine Flasche 80 Euro und mehr. Die Häftlinge produzieren den Wein. Zu trinken bekommen sie ihn nicht. Für die Gefangenen herrscht striktes Alkoholverbot das ganze Jahr über. Gorgona vertreibt den Wein über einen Kooperationspartner auf dem Festland. Die Einnahmen gehen an die Verwaltung. Die Gefangenen haben neben dem kleinen Lohn auf der Insel mit etwas Glück erst später etwas von ihrer Arbeit im Weinberg.
denn viele Winzer auf dem Festland suchen händeringend nach geschultem Personal. Und manchen ist es egal, wenn die Verstärkung direkt aus dem Gefängnis kommt. Diese Männer haben in einigen Jahren gute Chancen auf einen Job und einen Neuanfang. Gefängniswärter Bruno Cocellato fährt etliche Kilometer auf der Insel, die selbst kaum mehr als 2 Kilometer lang ist. Das Prinzip der ständigen Kontrolle ist ein Geheimnis des Erfolges. Unterwegs trifft er auf Nelson Kanko, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs ist. Ein kurzer Austausch, dann geht es weiter. Shopping im Knast-Supermarkt. Wer es sich leisten kann, gibt seine Bestellung bei Mohamed Habli ab. Der ist Herr über ein reichhaltiges Sortiment. Frisches Gemüse, italienische Tomaten für Pastasoßen und Schokolade. Mohamed Habli sitzt schon viele Jahre im Gefängnis auf Gorgona. Seine Stelle im Café der Gefängniswärter ist ein Privileg. Einmal in der Woche arbeitet er auch die Bestellungen der Häftlinge ab. Die bekommen Geld für ihre Arbeit auf dem Land und setzen einen Teil davon in Sonderrationen um. Die Liste ist lang und muss auch mit dem Bäcker koordiniert werden. Der liefert neben Brötchen und Brot auch Pizzen für die Wärter ins Café. Nach Stunden sind alle Bestellungen aufgenommen. Wenn Mohamed Habli alles verpackt hat, macht er sich auf den ziemlich mühseligen Weg zum Zellenblock. Es geht bergauf. Auf den Berg geht es auch für Bruno Cocellato. Er ist mit dem Geländewagen auf Patrouillenfahrt. Er muss auf den höchsten Punkt der Insel, der auch gleichzeitig den Kern der elektronischen Überwachung bildet, die Radaranlage. Auch dieses Gebäude ist in die Jahre gekommen, aber die Technik funktioniert. Das Radar dreht sich und tastet das Meer rund um Gorgona ab, Tag und Nacht. Alles, was kommt und geht, wird gesehen und überprüft. Selbst wenn es Häftlingen gelingen sollte, auf das Wasser zu gelangen, sie würden entdeckt werden. Das Schnellboot der Polizei in Livorno würde starten und den Fluchtversuch im Keim ersticken. Auch weiter unten wird kontrolliert. Valerio Amato hat die Tagschicht im Hof des Gefängnisses. Er ist dabei allein unter den Häftlingen, denen, die keine Arbeit haben. Wie alle anderen Wächter lebt auch Valerio Amato auf der Insel, sieht die Häftlinge jeden Tag. Immer wieder kommt es vor, dass die Gefangenen versuchen, zu viel Nähe aufzubauen. Für die Wärter kann das gefährlich sein. Deshalb ist eine Freundschaft zwischen Wärter und Häftling ausgeschlossen. Wir müssen einen Abstand halten, auch wenn wir oft mit ihnen zusammenleben. Wir müssen sie kontrollieren, um unsere Sicherheit und die der Leute, die auf die Insel kommen, zu garantieren, wenn sie rein und raus gehen. Man muss das Gleichgewicht halten, denn außerhalb ist eine größere Distanz vorhanden als hier. Man lebt jeden Tag mit den Häftlingen zusammen und so könnte es schwieriger werden. Aber wir sind dazu ausgebildet, diese Distanz zwischen ihnen und uns aufrechtzuerhalten. Patrouille,
die dynamische Kontrolle. Also das unerwartete Auftauchen von Wachen ist wichtig auf Gorgona. Männer wie Nelson Cancro und Bruno Cocellato fahren viele Kilometer am Tag. Die Straßen sind nicht befestigt, der Fahrstil trotzdem schnell und rau. Der Fuhrpark der Wärter ist überschaubar. Die Fahrzeuge sind quasi 24 Stunden im Einsatz, bei jedem Wetter und das jeden Tag. Die Geländewagen machen einiges mit. Wenn nichts mehr fährt, landet es hier, bei Ali Rahali. Schon vor seiner kriminellen Karriere hat er als Mechaniker gearbeitet. Heute ist es kein Polizeiauto, sondern ein Traktor, der repariert werden muss. Hier gibt es einen Wasserleck am Kühler. Das passiert fast jeden Tag bei der Arbeit. Ich meine wirklich jeden Tag. Ich muss mich außerdem um die Generatoren kümmern, die für das Licht sorgen. Der Traktor läuft bald wieder. Aber es wird nicht lange dauern, bis etwas anderes repariert werden muss. Die Anforderungen an Mensch und Material sind hart. Die Werkstatt ist einfach eingerichtet und Ersatzteile sind spärlich. Aber auf Gorgona lernen alle mit wenig auszukommen und zu funktionieren. Gorgona ist nicht gänzlich abgeschnitten von der Welt da draußen, aber es ist eine eigene Welt. Mit einer eigenen Zeit, einer eigenen Struktur und einer eigenen Geschichte. Alle auf Gorgona müssen sich den Verhältnissen anpassen, Wärter und Häftlinge. Es ist eine Gemeinschaft mit klaren Regeln und Grenzen. Grenzen, die seit Generationen bestehen und nur an einem Ort auf der Insel fallen. Auf einem Hügel liegt ein kleiner Friedhof. Hier liegen ehemalige Bewohner der Insel, viele von ihnen Fischer, ehemalige Wärter und auch Häftlinge. Es ist ein besonderer Ort. Es gibt keine Unterschiede. Alle sind auf einer Ebene. Viele Grabsteine tragen den Namen Chiti. Eine einstmals große Familie hier auf der Insel, als das kleine Dorf um den Hafen noch bewohnt war. Nelson Cancro und die anderen Wärter wohnen im kleinen Hauptort auf der Insel, im oberen Bereich. Ein eigenes Haus bedeutet für die Wärter einen echten Luxus. Auf dem Festland wäre das für die meisten von ihnen nicht bezahlbar. Direkt am Meer ist nur ein kleines Gebäude noch bewohnt. Von Luisa Chiti. Sie ist die letzte dauerhafte Bewohnerin von Gorgona. Der Gefängniswärter Bruno Cocellato geht sie regelmäßig besuchen. Ihr Alter hat Luisa Chiti vergessen. Es muss etwas zwischen 95 und 100 sein. Ja, ich bin hier auf dieser Insel geboren. Ich weiß nicht, wie meine Mama das damals geschafft hat, hier zu bleiben, weil sie aus armen Verhältnissen kam und nicht so gut Italienisch konnte. Die Insassen sind nette Männer, neben der Tatsache, dass sie hier sein müssen. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu ihnen. Sie helfen mir viel und reparieren Gegenstände für mich. Ich habe keine Angst vor den Insassen. Im Gegenteil, mich nennen hier alle Tante. Schau mal, wie viele Neffen ich hier habe. Luisa Chiti wird Gorgona wohl nicht mehr verlassen. Europas letzte Gefängnisinsel ist ihre Heimat.
Häftlinge wie Alessandro Lopresti gibt es noch ein Leben dort draußen auf dem Festland. Aber er muss noch Jahre auf der Insel verbringen. Nach seiner Arbeit im Ziegenstall nutzt er in der Freizeit den Kraftraum, um sich auszupowern. Das Freizeitangebot für die Häftlinge ist spärlich auf Gorgona. Der Chef der Gefängniswärter hat ein Schachturnier ins Leben gerufen. An manchen Tagen dürfen die Gefangenen außerdem Besuch empfangen. Aber Gorgona ist oft weit entfernt von den Familien der Insassen. Und dann bleiben nur Erinnerungen. Alessandro Lopresti zeigt uns seine Zelle. Er wird noch einige Jahre hier verbringen müssen. Raubüberfälle brachten ihn hinter Gitter. Harte Arbeit und Zeit zum Nachdenken. Vielleicht jetzt auf den richtigen Weg. Draußen warten seine zwei Kinder auf ihn. Die Bilder geben Alessandro Lopresti Kraft und Motivation. Ich mache gerade einen Kurs, um auch raus zu dürfen. Also langsam geht es voran. So ein Ort wie hier, den braucht man schon. Die Zwei-Mann-Zelle wird noch für einige Jahre sein Zuhause bleiben, genau wie die Insel, wenn er sich gut führt. Ein paar Quadratmeter hinter Gittern und doch ein Luxus im Vergleich zu den anderen Haftanstalten im Land. Auf Gorgona neigt sich der Tag dem Ende entgegen. Der Zwischenfall mit dem Häftling aus Zelle 48 hat die Wärter alarmiert und daran erinnert, dass ihr Job gefährlich ist, die Stimmung jederzeit kippen kann. Der Häftling hatte einen ihrer Kollegen bedroht und versucht, davonzulaufen. Die Gefängniswärter brauchen feine Antennen, um Konflikte zu bemerken, wenn sie gerade erst entstehen, damit sich keine Spirale der Gewalt entwickeln kann. Ja, man merkt Anspannungen schon am Morgen, wenn man sich trifft. Der Ton der Stimme, wenn man aufeinander trifft und die Art der Konfrontation. Oft treten sie auch an uns heran und fragen nach Hilfe. Das ist engagiert. Den Problemhäftling trifft die Höchststrafe. Er muss Gorgona verlassen und wird seine Haftzeit auf dem Festland in einem gewöhnlichen Knast absitzen. Für Nelson Cancro endet bald ein langer Arbeitstag. Also, wenn es keine Probleme gibt, sind die Tage nicht groß unterschiedlich. Jetzt sind alle Insassen im inneren Bereich und bald wird es zum Abend geschlossen. Dort wird kontrolliert, ob alle wieder in ihrem Bereich zurückgekommen sind. Für morgen hoffe ich, dass der Tag so verläuft, wie die letzten 30 Jahre in diesem Job verlaufen sind. Um 20 Uhr ist es soweit. Gorgona wird für die Insassen wieder ein Gefängnis. Nach Stunden an der Luft und in der Natur fallen die schweren Eisentüren in ihre Schlösser. Aus Bauern und Hirten werden wieder verurteilte Häftlinge hinter Gittern. Für die Wärter endet ein Tag friedlich und gut. An einem Ort, an dem alles passieren kann. Zehn Stunden werden die Männer jetzt eingesperrt bleiben. Zeit, um sich von der harten Arbeit zu erholen, sich mit der kriminellen Vergangenheit auseinanderzusetzen und auch um zu träumen von einem Schiff, was sie nach Jahren von Gorgona wegbringt in die Freiheit.